Heute bin ich in Wien unterwegs und treffe mich mit jemandem zum Sport machen. Das ist Lisa. Sie ist 9 Jahre alt und eine super Rollschuhfahrerin. Und weil ich ja zum Geburtstag auch Rollschuhe bekommen habe, hoffe ich, dass sie mir was beibringen kann. Ich bin die Ilia. Ich bin die Lisa. Hallo, also ich ziehe jetzt noch meine Schuhe an. Kannst du mir dann so ein paar Anfangstipps zeigen? Prompt habe ich ein Problem mit meinen Schuhbändern. Peinlich. Muss ich die Schuhe eigentlich ganz festbinden? Ja, es ist eher gut, dass du festbindest. Ja, okay, weil ich glaube, die gehen uns während des Fahrens auf, oder? Ja. Lisa, ich möchte 2 Sachen lernen, und zwar übersteigen und rückwärts fahren. Geht das? Ja, das geht. So. Zuerst mal ein paar Proberunden, damit Lisa sieht, wie ich fahre. Naja, begeistert schaut sie ja nicht gerade drein. Übersteigen, übersteigst, dann machst du eine Sprungbogen und schaust du hinterher. Also, drüber steigen, Schwung. Hoppla. Es ist wichtig, dass du beim Schwungbogen so startest und dann so und dann kannst du den Fuß nach hinten. Schwierig, aber nach ein paar Versuchen geht schon ein bisschen besser. Das ist ganz schön anstrengend. Wie hast du das gelernt? Also ich habe dafür ungefähr so 2 Wochen gebraucht. Hey Lisa, kannst du auch das? Ich brauche eine Pause. Und Lisa, hast du schon bei so Wettbewerben oder so Turnieren mitgemacht? Ja, ich habe schon, glaube ich, so bei 6 mitgemacht und habe entweder mit goldene Medaille gewonnen oder einen Pokal. Cool. Weißt du, was mir an dir besonders gut gefällt? Was? An deinen Schuhen ist da vorne so ein kleiner Glitzerschuh. Ja, ich habe mich über den gefreut. Der ist sehr schön. Ist es sowas wie ein Glücksbringer, so ein kleiner? Ja, oder? Könnte man bezeichnen. So. Weiter geht's. Jetzt bringe ich dir einen einfachen Sprung bei, den kannst du sogar du. Dankeschön. Boah, das schaut cool aus. Okay, also eine Drehung. Ja, ja. Genau so, nur nicht hinfallen dabei. Das ist bei mir immer eine Challenge. Ja. Na, wer sagt's denn? Bei Lisa schaut's natürlich viel besser aus. Naja, ich werde noch üben. Lisa, vielen, vielen Dank, dass du mir so viel beigebracht hast. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.